18.12.2013 und die Vorspiele machen weiter hier mit Stronghold und die Mission heißt Snake Eyes. Hallo Jules. Hallo. Ja, wir machen heute eine Nachtsession. Also wir haben jetzt hier 23 Uhr, wir haben Energy Drink und wir haben Chips. Und guck mal, was es gibt, ne? Oh, ich bin so heiß. Mission 13, Snake Eyes. Snake. I find myself in desperate need of reinforcements. That insolent little child has somehow managed to whittle me down to my final county and chosen to ignore my perfectly reasonable request for a truce. My main forces marching half the length of the country to get to you. Hold him off until I arrive. I want to rip him apart personally. Ja, wir sollen die Schlange killen. Oder war ein Schweinchen. Ach, das war die Mission, die wo da so nicht so gut für mich aussah das letzte Mal, als ich probiert habe. Das war aber ein Aufnahmefehler. Weil ist nicht so ein Command Conquer Spiel Ausnahmefehler? Nee. Da war es Ausnahmezustand, nee, und sowas. Ja, Ausnahmezustand, aber die Command Conquer Spieler hatten sehr häufig Ausnahmefehler. Ja. Das war der Grund, warum du das jetzt verwechselt hast, sonst hättest du das ja wahrscheinlich auch nie verwechselt. Hier General 2 wurde eingestellt, gell? Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt eine Mache war, ehrlich gesagt. Ne, dieser Browser-Game-Ableger. Ich fand Generals effektiv nicht so gut. Das war mit eines der besten, fand ich. Ja, ich meine, es war okay, aber es hatte für mich kein Command Conquer Feeling. Ja gut, das klassische Net natürlich. Aber hatte dann natürlich, was es auf jeden Fall hatte, war halt, es hat ganz gut Spaß gemacht. Also die Action war ganz gut, aber es war halt nicht dieses Feeling. Aber es hat auf jeden Fall mehr Feeling gehabt, als so der manche Command Conquer Teil, die total gefloppt sind teilweise. Ne? Soul Survivor. Willst du mich hier, willst du hier fresh werden oder das was? Das kennst du nicht, oder? Nee. Echt nicht? Das war so ein Multiplayer-Ableger. So, von Wertungsbereich hat 40-50% gekriegt. Von what? Von Command & Conquer. Ah, ja. Ja, scheiße. Von. Hä? Nee. Ist ja ziemlich runtergegangen. So, was haben wir denn jetzt hier? Wann ist das denn rausgekommen? Ach Gott, das ist ja... Schon gar nicht mehr wahr. Lass mich lügen, ob das überhaupt schon die 2000er waren, weiß ich gar nicht. Fuck myself, what else? Kennst du das noch? Nee. Von Tenacious D, die am Drive-Thru sind. Ach. Fuck myself, what else? I want... Nee, Chicken Nugget Burger? Das habe ich mir nicht so gegeben. Nein. Ich bin ja eher der Burger King-Fan und so. Ja, ich habe da letztens so eine Doku gesehen. Warte, Chicken Nugget Burger ist von Burger King. Ja. Mist. Aber das Ding ist... Ja. Ich habe da eine Doku gesehen. Eieiei. Über was jetzt? Über Burger Cage. Nein, ey, weh du. Wehe. Alter. Nee, nee. Halt's Maul, bitte. Was denn? Ja, wehe, du willst mir ins Matik reden. Ich will das nicht Matik reden, die machen die Leute kaputt. Ja, jetzt Burger King. Ja. Die sind schlimmer als wir. Okay. Ja. Ja, aber ist egal, das soll sich jeder selbst angucken. Bei Burger King im Internet gibt es eine Doku Zentermanion. Machen wir jetzt eigentlich eine Anti-Schleichwerbung oder was? Weiß ich nicht, ob das Anti ist. Ziemlich, Anti-Burger. Oh, also ich bin ja eigentlich, ich mag ja Burger King, ne? Also jetzt vom... Jetzt immer noch, oder? Ja, burgertechnisch kannst du da nichts sagen, ne? Ach, du meinst jetzt hier mitarbeitermäßig waren die schlecht drauf oder was? Eher... Ne, das auch noch nicht immer so. Eher die, das auch, ja doch. Aber es ist eher so, die Franchise-Nehmer werden reduziert bei Burger King. Und zwar mit allen Mitteln. Also die haben auch so Bewertungssysteme und dann haben die halt versucht, die ganzen Franchise-Nehmer quasi über halblegale Sachen irgendwie rauszubekommen. Ne? Warum wollen die rausnehmen? Weil Burger King sagt, wir wollen lieber einen großen Franchise nehmen. Also das ist, man muss sich selbst angucken, man muss es selbst für sich bewerten. Ich esse gern bei Burger King, ich sehe auch so aus.
Wie ein King oder wie ein Burger? Ja. Ich würde gerne aussehen wie ein King. Hier bist es. Im Spiel, hier kannst du es ausleben. Hier kann ich das, ne? Ich könnte aber noch speichern. Bevor wir hier ein Risiko eingehen, machen wir KKK. Took my baby away. Yes, override, ey. Ich nehme mal ein Chip. Knusper, knusper. Ja. Ja. Nee, jedenfalls war das alles so ein bisschen grenzwertig, sagen wir es mal so. Aber man muss aber auch ehrlich immer dazu sagen, es wird von den Medien auch viel hoch sterilisiert. Ja klar, das ist ja immer so. Ja. Welcher Doku kannst du heutzutage schon noch trauen? Ja, das Ding ist halt, die müssen halt, also erstmal wird es hoch stilisiert und dann hat es natürlich auch was damit zu tun, du gewinnst nur Preise oder du bist nur erfolgreich, wenn du halt eine richtig schöne Doku machst und halt vielleicht auch den einen oder anderen in den Dreck ziehst, ne? Naja, auf den Stips treten und oder auf die Burger fangen. Also von daher kann man nicht immer alles so mit bare Münze nehmen. Ich finde es so traurig bei Dokus. Ich gucke mir so gern Dokus an, aber ich weiß halt nie, ob es wirklich jetzt stimmt oder nicht. Ja, und deswegen guckst du jetzt seit Jahren nur noch so Dokus, ne? So Dokus? Ja. Das war lustig. Findest du? Aber mit Zahlen habe ich ja eh nicht so viel am Hut. Aber ich habe dich, also hier, weißt du, du kannst mir ja viel erzählen, aber ich habe dich schon mal mit einer 5 gesehen. Also ich habe eigentlich nur 6. Ah ja. Muss ich das jetzt kommentieren oder? Aber das war doch eine astreine Vorlage. Kannst du sagen, was du willst. Aber ich glaube, die Gegner kommen hier durch. Ja, da ist noch ein kleiner Schnitz. Ja, ich meine, da wäre eben so eine Ochse durchgeschnittelt. Musst du jetzt wirklich darüber lachen, dass du mal so ein intelligente Brüller geholt hast? Nein, ich muss über den Ochsen lachen, wie der so da durchgewankt ist, was, so über die Steine, weißt du? Naja. Ich hab so bildlich vorgestellt. Naja. Ich fand es lustig in meiner Vorstellung. Du hast aber einen guten Witz gebracht, da kannst du auch mal das Maul halten. Das ist ich bin ja eh nur da, um Chips zu essen heute. Heute? Ja. Ach so, ich muss halt alles spielen, oder what? Nee. Nee, du kannst auch mal auf den Strafstuhl später. Guck mal hier. Boah, die gehen ja voll in den Endfight, ja, die Bogenkämpfer. Guck mal, wie behindert die sind. Ja. Behindert! Warte mal, jetzt muss ich aber erstmal den Bär hier. Ach, der Bow ist. My Bow is yours, Alexa. Mein Junge ist dir. Bow. Ja. Atem, Schacht. So, sieht aber ganz gut aus. Was ist das? Ich muss die Schlange töten. Ach, das ist das, wo ich angreifen muss. Ach so, wo wir letztes Mal nicht wussten, dass da eine Burg steht. Ja. Am anderen Ufer. Ja, ja. Dementsprechend, warte mal, ich muss erstmal hier nochmal... Also zeig den Zuschauern doch mal die Burg. Soll ich? Ja. Hier geht die Karte noch weiter. Hier ist die Burg. Und letztes Mal haben wir 10 Minuten dafür gebraucht, um zu erfahren, dass überhaupt eine Burg steht. Ja. War gut. So, also ich habe ja jetzt soweit alles im Load. Meine Kohle ist am Growe. Bier wird wahrscheinlich dann auch demnächst kommen. Ich habe ja 2 Hopfenfarmen gebaut und wir haben auch eine Brauerie. Ne, eine Bakerie haben wir. Müssen wir erstmal eine Brauerie bauen. Ne? Ja. Ich baue mal 2 Brueries und dann baue mal eine Tavernerie. Das kam unerwartet. Super. Das kam unerwartet. Schön, dass es wenigstens uns Spaß macht. Ach, guck mal hier. Da kommen die Rehe, guck doch mal. Ja, die werden von Rehen angegriffen. Ne? Oh. Ja, das ist ja, die Rehe sind ja die Arschlöcher des Waldes, ne? Ja. Das sind viele Arschlöcher. Ja, alle lieben die Rehe, die sind so nett und alles, weißt du, am Arsch, das sind die größten Arschlöcher, weißt du? Ja, am Arsch sind die Arschlöcher. Das sind, ne? Sind mal, Bambi war da auch ein Reh, gell? Das war das Schlimmste von allen. Hab ich nie gesehen, diesen Film, dieses Machwerk. Ja, nicht, aber ich weiß, wie, wo der Hase dem Reh hinpackt.
Ja, stimmt, da war ja auch so ein Hase noch dabei. Ja. Das war so ein Klugscheißer, glaube ich. Wie schlau, wie schlumm. Ja, Hasen sind generell Klugscheißer. Das steht schon bei denen im Ausweis drin. Ist auch nicht schlimm. Du kannst auch als Hase gerne mal ein Klugscheißer sein. Mhm. Ja. Ich finde es lustig, wenn man so was irgendwie auf wörtlich immer nimmt. So ein Klugscheißer, was macht der denn? Wie scheißt er denn klug? Weißt du, wie ich meine? Sitzt er mit einer Brille und mit hier Psychologie heute, Ausgabe 12, dann auf dem Klo oder was? Und kackt. Ja. Geil. So, warte mal, jetzt mal gucken, was mir hier. Du bist echt ein Klugscheißer. Ich baue jetzt auf jeden Fall nochmal eine Barkery, ey. Kann schon empfehlen, das Heft. Der Klugscheißer? Nee, Psychologie heute. Ich dachte schon, der Klugscheißer. Super. So, jetzt gehen wir erstmal hier mit den Instruction Buddies hier rüber. Ich bekomme aber jetzt überhaupt keinen. Was machst du denn? Ich guck mir nur unten gerade. Ah ja. Den Bierdeckel, die Bierdeckel manchmal. Ja gut, der Boden ist nicht ganz exakt gerade. Da muss man auch mal ausgleichen. Da muss man Ausgleich schaffen heutzutage. Ja, ja. So. Ja gut, ich kann das einmal so ein bisschen vorspulen. Ich brauche jetzt auf jeden Fall erst nochmal Holz. Damit ich meinen Marketplace bauen kann, habe ich. Nee, nicht Marktplatz, ich wollte eine Taverne bauen. Weil wir haben Hopfen, jetzt müsste eigentlich auch gleich das Bier ranrollen. Hast du nicht schon eine Taverne? Nee. Oder bevor ich die jetzt baue und mich dann am Ende in den Arsch beiß, dahin ist ein Priester. Na gut. Dann ist hier eine Taverne. Hier sind auch die Hovels und da gibt es dann jetzt gleich Bier. Ach, guck mal, die steht voll schön da. Ja. Meinst du, die heißt so am Berg, die Taverne? Die? Ja. Die heißt an der Eisen. Am Bergwerk. Am Bergwerk? Mhm. Oder zwischen Kühn und Stahl. Zwischen Kühn und Stahl. Du solltest Namen für Tavernen erfinden, hauptberuflich. Ja. Ja, und du solltest mal diesen Rechtsradikalen da. Mit den Glatzköpfen. Ja, ja. Ja, das Ding ist, ich muss mich jetzt hier überhaupt nicht. Ich muss gar nicht reagieren. Also die werden jetzt erstmal schön alle platt gemacht. So, zurück. Jetzt müsste ich aber, wo ich reagieren müsste, ist, ich müsste jetzt auch mal eine Quarry bauen, ne? Du brauchst aber erstmal Wood. Woody Woodbecker. So, pack mal den rüber. So, jetzt heißt es auch noch mal kurz warten. Ich müsste jetzt eigentlich Dings bauen. Ach, sag schon. Ah ja, hier, Dings. Ich muss auf Holz warten. Ah, genau. Damit ich diese Belagerungswerke bauen kann, ja? Die Gilden oder was? Ah, guck mal, hier geht's jetzt los. Jetzt müsste, vielleicht ist jetzt schon genug da. Ich kann ja hier bei der Verteidigung... 20 Straßen. Warte, was? Hier? Hier kann ich ja jetzt diese Verteidigungswerke bauen. 10. Die Engineer Guild. Guild, ja. Guild. Ich brauche Gold. Guild. Guild. Ja. So, jetzt haben wir hier die Belagerung. Jetzt könnte ich hier, was kann ich hier bauen? Engineere. Die kosten nur Kohle und Peasants. Damit kann ich Katapulte bauen. Was kostet denn da 30 Gold die Arbeitskleidung oder der Hammer? Der Typ an sich. Ah. Oh, ich hab... Was? Nee, die lieben mich. Ja, da kannst du ja mal ein plus 4 machen. Mhm. Jetzt gucken sie aber Age. Jetzt gibt's Ale und normalerweise müsste ich doch hier was kriegen auch, ne? Da haben zwei geheiratet, guck doch mal. Das ist nice, aber ich will gerade mal gucken, Religion ist 0. Religion hier, 16%, da müsste ich eigentlich nochmal eine Church bauen. Aber erst wenn ich... Ah, die ist teuer. Ja, aber die ist rentabel. Kostet Holz. Ja. Ja gut, das müssen die jetzt erstmal was ranschaffen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall hier meine... Die Waffenkammer ist nämlich voll mit Lederzeug. Das ist nicht so schlimm. Das ist hier Build, ne? Hier, Katapulte und sowas kann ich dann mit dem bauen. Die Schweinsoldaten kommen. So. Dann ja, aufs Burgtor. Warte mal, dann stellen wir die erstmal. Oh ja, nice. Erstmal da hoch. Ja, also ich muss mich jetzt halt drauf vorbereiten. Ne? Also ich brauche jetzt. Hat der eine dann Kessel? Die können auch. Ja, ja. Die können Pech runterschütten. Ja. Da brauchst du aber, musst du das hier oben platzieren. Ja. Warte mal, wo waren das? Beim ersten. Ersten Button. Erster Button. Hä? Da und jetzt. Da. Ja, da müsste es. Da wäre es eigentlich, aber. Ja, anscheinend ist wahrscheinlich jetzt noch nicht freigeschaltet, ja. Nee. Also was ich auf jeden Fall jetzt brauche, ist nochmal ein Lederer.
Noch mehr Leder. Ja, ja, weil wir müssen ja jetzt gleich, ich muss ja jetzt gleich hier die Knüppelschwingers ausbilden und die, ja, und die Armbrustschützen am besten. Ja, Treasure is empty? Nee. Irgendwas hat er gesagt, es ist empty. Ja, mit seinem... Treasury ist noch genug Kohle da. Die Treasury. So, ich warte jetzt auf jeden Fall erstmal diesen Angriff ab, falls da überhaupt noch mal was kommt. Ja, der hat bestimmt gelogen. Ah, hier oben. Ah. Aber die können ja nicht viel machen, ne? Nö. Ich weiß nicht, ob die... Aber ich weiß oh, nicht. Links oben kommt noch was, guck mal. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt... Die können doch nicht mal anvisieren. Ha. Links läuft was lang. Links. Die Julies. Wo denn? Links oben war noch eins. Da. Guck, ach, das waren noch zwei. Lass es da. Versprengte. Lass es lachen. Eiwiese. Eieiei. Die gehen so hart, hart nieder gegen die Armbrustschützen. Das ist der Hammer. Da gehen sie down. Ja. Und das Ding ist, die laufe jetzt erstmal schön hier vor die Flint. Kein Problem für mich. Ja, aber Flinten gab es ja noch gar nicht. Ja, das ist das Problem. Ah, Mann. So, ja, super. Das ist wie dumm. Lass euch da einfach mal abschießen. Wo schießen die dann drauf jetzt? Schießen die auf die Barkerie oder was? Ja, auf deine Bäcker. Ja, ist nicht schlimm. Die werden wiedergeboren. Ja, aber die haben gerade 5 Brotleiber da und die lassen das fallen. Ja. Und die kriegst nicht wieder, das Brot. Ach, stell dich jetzt an, wo man sich hier ein Mehl habt. Ich muss noch mehr Barkeries bauen, ey. Das ist, weil die ihr Brot so gern selbst fressen. Die sind so dicke. So dicke Bäcker, ey. Und langsam dabei. Dicke Backebäcker sind das. Genial. Was? Oh, okay. Schleimer, du. Ich trinke jetzt gerade nochmal Magic Man, ey. Jetzt hast du aber verraten. Ja, hier. Also sollen wir jetzt nochmal einen Break machen, oder was? Ja, das dauert ja eh noch ein bisschen. Das ja, also wir haben die Weichen. Das gebacken kriegen. Wir haben die Weichen gestellt. Ich habe auch schon eine kleine Armee. Ich würde sagen, wir beginnen den Angriff im Mittagsgrauen. Real life oder? Aber im nächsten Part. Also warten wir jetzt dann wirklich noch 13 Stunden oder so, bis Mittag ist. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.